Gut. Ich habe gerade nur nachgeguckt, wie lange ich schon gespielt habe. Nein, nein, das ist mir alles ja ein lecker Necker. Nicht, nur nicht jetzt. Nein, nein. Habe ich kein Interesse im Moment dran. 700, das schaffen wir nicht ganz. Nee, 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 da will ich auch noch nicht hoch. Oh, das könnte. Oh ja, er kommt nach. Ah, er ist wieder weg. Gut. So, ein bisschen Luft holen. So, die letzten 600 Meter, die werden wir jetzt wohl schaffen, ne? Ohne, dass hier irgendwas dazwischen kommt. Nur stell dich nicht so an. Beweg dich. Genau. Eine Fresse, ne? So, jetzt hat der Zossen keine Angst mehr vor gar nichts. Kann er ja auch nicht. Wir sind jetzt so ein Ding da runtergesprungen, Mama. Oh jemine, oh jemine. Ja. Nee, davor. Ich dachte erst, das wäre so bei 86. Ja, normalerweise. Ja, ich muss halt immer mit vergleichen mit einfach. Mehr kann ich das ja nicht, weil ich habe es ja noch nie dann. Ich habe es auf einfach durchgespielt und wie gesagt. Da war alles ein bisschen höher. Ja gut, auf schwer ist auch ein bisschen zu erreichen, ne? Etwas schwieriger. So. Ja, hab ich. Euch muss ich ja eh erst quatschen. Los. Ist ein weiter Weg, Bischof, hier. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Deine Heimat. Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast. Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Stämme, die keine Könige kennen. Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard vor Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über Letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen, ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden. Zeig mal, was du so hast. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Was ist das denn? Ach so, ja, nee, den finden wir. Die Dinger sind nicht schlecht. Ehrlich nicht. Sie sind wirklich nicht schlecht. Nee, nee, mehr. Aber warte mal. Ich habe hier so ein Gedöne. Ja. Alles, was ich ausgegeben habe. Aha. Die Waren unserer Handwerker. Findest du Wert darin? Ziemlich, würde ich sagen.
Ach, sie sind nichts verglichen mit dem, was ich anbieten könnte. Hätte ich nicht meine Schemata verloren. Wie hast du sie verloren? Durch Diebe. Unterwegs wurden wir von Wegelagern angegriffen. Die Schemata, deren Verlust, wiegt nicht halb so schwer wie der Verlust von einem meiner Begleiter, der beim Angriff fiel. Klingt nach einem echten Verlust. Tut mir leid. Scheiße. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Wenn du die Schemata findest, bring sie zurück. Und ich werde dankbar sein. Ich werde Duplikate anfertigen mit Markierungen, die eure Handwerker verstehen. Als Geschenk. Das werde ich mir merken. Das war jetzt genau falsch. Ja. Warte mal, ich guck mal was. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Okay. Huh. Ha. Hab ich Donner gekriegt. So, dann gehen wir mal hier zu den Kameraden rein und nehmen mal auf. Guten Tag. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Buh! Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Mhm. Moment. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können. Respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht.
Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht, und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler, und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott, die Welt. Durch Symbole spricht er, und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie. Und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. Ich habe etwas Geld dabei. Reicht das? Es ist ein Anfang. Ein teures Handwerk. Doch es kostet mehr als Geld. Ich brauche auch einen Stein aus Jade von angemessener Größe. Mal sehen, was ich tun kann. Genau. So, da, 1800 Meter. Moment, wir müssen... Sekunde. 1800 Meter. Hier waren wir doch schon. Wieso? Hä? Verstehe ich nicht. Achso, jetzt muss erstmal die... Hä? Quest? Genau. Besorgt dir eine Spitzhacke. Mach ich. Verfluchte Axt. Weg. Nein, Lila. Lass die mir jeden Tag färben. Offenbar gibt es einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novik. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Nordöstlich. Das ist ein gefährliches Gebiet. Oh ja. Aber egal. Sekunde, da unten ist das Ding. Wir machen eine Schnellreise. Da hin, hier. So ist. So. Ja, dann kümmern wir uns gleich drum. Nö, nehmen wir hier. Ja. Yes, sir. Hey, ja, den Ort kennen wir noch, wo damals die Perle kam. So, Moment. So. Insektengedöne brauche ich. Auf jeden Fall. So was ist hängen geblieben. Okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Ne, in diese Richtung. Ich hoffe nicht, dass ich bei den Neckar vorbeikomme. Aber gut. Das ist ja nicht mehr unmöglich. Das sind zwei Level. Da. Hier gibt's nicht viel Jade zu holen. Ich muss mich weiter umsehen. Ja. Da auch nicht. Ich weiß, dass das der in der Mitte, glaube ich, war.
kommt in so eine Höhle. Da muss ich hin. Ja. Das klappt sogar sehr gut. Nee, dich will ich noch nicht. Aua. Nein, 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 nein. Eieieiei, jetzt könnte ich verrückt. Aua. Wo ist die Sau? Ah, da. Ah, jetzt hätte ich sowas gehabt. So, komm mal her hier. Du spinnst wohl. Komm ran hier auf den Meter. So. So ist brav. So, mach mal weg. Wo habe ich denn? Da ist noch eine. Ja. Ja. Da. Dann können wir mal etwas davon abbauen. Grünau. Und zack. Jawohl. Heide, nein. Jade, schon haben wir sie. Ja. Ich könnte natürlich versuchen, aber. Na, die ist 92 oder sowas. Ah. Das ist schon. Etwas anderes. Ja, da, das nehmen wir direkt mit. Dann haben wir eine Quest. So, vergilbter Brief. Oh ja, wir haben immer mehr. Kamerad, wenn du diesen Brief liest, dann bist du ein freier Mann. Ich wusste, dass die... Was? Drakenborg nicht brechen konnte. Tut mir aufrichtig leid, dass du es warst. An dem sie damals herumgefummelt haben. Das Schicksal kann einem manchmal übel mitspielen, nicht wahr? Aber jetzt bist du ein gemachter Mann. Ich habe deinen Teil der Beute in der Höhle versteckt, in der sie uns nicht spielen lassen wollten, als wir noch Kinder waren. Damals tummelten sich dort riesige Spinnen, von denen jetzt nichts mehr zu sehen ist. Die Jäger behaupten, sie hätten sich woanders hin verzogen. Hier gäbe es nicht genug zu essen. Deswegen würden sie so schnell nicht wiederkommen. Ist also ein sicheres und ideales Beuteversteck. Denn die schlechten Erinnerungen daran sorgen dafür, dass alle anderen darum einen großen Bogen machen. Die Truhe ist im zweiten Abschnitt der Höhle vergraben. Schnapp sie dir, dann bist du ein reicher Mann und kannst bis an dein Lebensende trinken und rumoren. Wir sehen uns, du weißt schon wo, dann werden wir in Wein baden und im Luxus leben. Ade. Ja, ich guck mal eben. Die ist noch zu hoch. So. Gestade, genau. 86, sage ich doch. Aber die Anfangskosten waren 85. Na gut. Ah, schon wieder Regen. Ich hasse Regen. Habe ich das schon gesagt? So, wir müssen hier hin. Wie viele Meter sind das? Baumplätze. Wir haben eine Mission. So, und weg hier. Da kommen sie nämlich schon. Ja, 1800 Meter hoppeln, das ist nicht schlecht. Ui. Ja, ist ja gut. Hab ich gesehen.
Komm schon. Ja. Aber der Hundi war im Weg. So, weiter weg. Und wieder zur Mühle. Sehr gut. Jetzt werden wir ein paar Mal meditieren, damit er zügig vorangeht. Dann ist das schon okay. So, wo ist er, der Kamerad? Hä? Nein. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo ich spinne? Ach, da. Okay, ah, er steht schon da. Halt, da ist er, der Kamerad. Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. 10.000. So, warte mal. Ja, was ist das denn anzubieten? Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Ja, ich muss die ja haben. Das ist es ja. So, die müssen wir auf jeden Fall, egal was das jetzt kostet, ich muss das kaufen. So oder so. Nein. Und Sekunde. Stärkung haben wir alles. Gut. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Nehme ich mal an. Muss mir gleich aufschreiben, was für Glyphen ich brauche dringend. Oh ja. Ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Ja, könnte gut möglich sein. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. 15.000. Sag ich doch, 30.000 kostet. Zeig mal, was da anzubieten. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Genau. So. Klar kosten die jetzt mehr. Logisch. So, mehr gebe ich aber erstmal nicht. Nein. 15.000? Na dann. Ich habe noch etwas Geld für dich. Das sollte dann reichen. Für Werkzeuge reicht es, aber seltene Zutaten bräuchte ich. Nein, kommt nicht in Frage. Zeig mal, was ich für mein Geld kriege. Genau, mein Freund, du hast gerade 30 Riesen gekriegt. Halleluja, ey. Kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Sicher. Na also. Meine laufenden Kosten sind gedeckt. Und seltene Steine brauche ich nicht mehr. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Fass Wein aus meiner Heimat habe ich noch. Wir sollten auf unseren Erfolg anstoßen. Prosit! Für deine Hilfe danke ich dir. Meine neuesten Werke möchtest du vielleicht sehen. Dies kannst du gerne tun. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Ja. Jawohl, da unten sind die vier nächsten. Nur, die gehen eigentlich.
Ja, von 60.000 sind jetzt noch 28 geblieben. Na gut, dann muss ich jetzt herstellen. Bis dann. Ey, nein, Mist, Mist. Bleib hier, komm her, komm her, komm her. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Ja, das werde ich in Zukunft abkürzen. Würdest ja. du mir etwas anfertigen? So, Moment, das. Ja klar, Schutz, Schutz, da, Schutz. Ich brauche Glyphe des Schutzes. Okay. Ich guck mal eben. Sorry, dann mache ich jetzt eben mit euch hier. Schutzglyphe. Brauche ich mindestens 5 Stück. 5. So. Du brauche ich Abtrennung. Oh. Da habe ich genug. Schön. Ja. Und die mache ich. Sehr gut. Also brauche ich im Grunde genommen nur einmal Glyphe des Schutzes. Wie teuer sind die denn? Nee, nee. Wie teuer sind die denn? Eine Glyphe des Schutzes. Dann brauche ich hin und her rasen jetzt. Eine mittlere. Das ist eine kleine. Was kostet die? Ein Tausender. Na komm. Kaufen wir jetzt einmal. Dann haben wir das nämlich auch drin. Sehr gut. Ist das nicht ehrlich? Axi, okay, das muss ich alles haben. Alles klar. Große und ah ja, okay. Ja. So, dann danke ich dir erstmal. Bis dann. Genau, bis dann. Oh, ist das nicht prickelnd. Achso, Moment, Moment, Moment. Ich brauche... Genau. Da muss ich hin. Hm. 292 Meter. Das ist nicht gut. Die Gegend ist nicht gut. Nee. Komm, wir versuchen das mal. Aber gut ist die Gegend nicht. Nein. Weiter so, Plätze. Ernsthaft jetzt. Das ist... Heya! So. Hier ist die Brücke. Und jetzt können wir hier... Versteckt da Schatz? Oha! Ach so, ja, der ist da auf dem Friedhof. Hm. Nein, ich sag halt, das ist... Nein, nein. Halt, wenn... Sag mal, wo will der Zoss mit mir hin? Besser gesagt, wo reite ich hin? Ja, ja. Kommen wir da rein? Nein. Weiter so, Plätze. Ich sag ja, die Gegend ist nicht gerade prickelnd. Sollte man sich ab 87er Seen trauen. Auf jeden Fall. Aber da sind wir. Nur mach. Anschlagbrett, ganz genau. So. Was ist dann erstmal? Warte mal, Bekanntmachung. Ich lasse nur immer kurz stehen, drückt auf Stopp. Lehrling verschwunden.
So, Auftrag, Lehrling verschwunden. Gute Leute, mein Lehrling Volkert ist spurlos verschwunden. Ich mache mir schreckliche Sorgen um ihn. Wer ihn also findet und zurückbringt, wird dafür eine beträchtliche Summe Novigrader Kronen erhalten. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich in meiner Hütte am Stadtrand von Ochsenfurt besuchen. Falls ihr euch verlauft, fragt einen Bauern, wo der örtliche Kräuterkunde sein Geschäft hat. Dann wird euch der Weg gewiesen. Otto Bamber, Kräuterkundler. Ja, spurlos, genau. So, und ja, wir sehen uns an anderer Stelle wieder. Glaubt's mir. Ja, so schnell geht das, so schnell sieht man sich wieder. Und jetzt wollen wir mal zum Brunnen der Passiflora. Das ist Fakt. Wer wartet da auf uns? Oh, die Allraumwurzel muss ich gleich noch holen. So. Komm ran hier auf den Meter. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Ja. Ja. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Kreame et via. Obe hier mi gene afaiete. Kreame et via. Ja, mis kerle, es kuschina et ekliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. War das die Vergangenheit oder die Zukunft? Die jüngste Vergangenheit. Wir müssen uns beeilen. Los, zum Badehaus. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Na los. Tja. Na los. Badehaus. Hier lang. So. Ja, Tristan ist los. Sehr langsam. Aber zum Badehaus weiß ich, wie es geht. Wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Ja. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Tja, wenn du das sagst. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier! Bleib hier, Triss. Falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Sei vorsichtig. Sie mag zwar blind sein, aber sie ist immer noch gefährlich. Und tu ihr nicht weh. Mhm. Mach ich nicht. Oha. So. Hi, Kumpels. Kann ich mal da. Verdammt. Sie hat sie verzaubert. Wie schmeckt dir das, Silber? So, jetzt muss ich erstmal weg da. Ja, und dann muss ich hier rein. No. So. Oh, Bart. Philippa, warte. Komm schon, komm näher. Ich bin jetzt der Meister. Du beschützt mich. Ist das verstanden? Nicht schön? Bart, verstanden. Bleib hier stehen. Jetzt ist Bart ja nicht hier, dann können wir das ruhig mitnehmen. So, Bart, was ist los? Oh, oh.
Ich will dem nichts tun. Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Ja, leider. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bad niemand vorbeilassen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bad einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bad nicht wollen. Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bad dich lassen. Hexer helfen. Genau. Hast du richtig gemacht, Bart. Bin stolz auf dich. Ich will dir helfen. Dann sterben vielleicht. Das kannst du vergessen. Nee. Ja, die hat sie alle. Boah, die ist eiskalt, die Braut, ehrlich. Alles Verbrannte von ihr. Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn! Dann zeige ich euch jetzt mal die Wunderwaffe. Will ich ja gar nicht. Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Oh oh. Ja, ja. Ja, da kannst du nichts machen, mein Freund. Das Thema ist durch für dich. Was ist los? Warum ist es plötzlich so schwer? Aua. Ist sie doof? Ich darf ihr nicht wehtun. Mit deinesgleichen habe ich keine Gnade. Na, siehst du wohl. Dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Die muss echt miese Erfahrungen gemacht haben. Ja gut, man hat dir die Augen ausgestochen. Ne? Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Chris wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Ja. Macht sie. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Genau. Ah. Du wirst ihr gar nichts zeigen. Ich brauch sie. Das ist mir scheißegal. Ich habe so lange darauf gewartet. Tut mir leid. Außerdem interessieren mich deine Pläne so wie das Wetter in Mahakam. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Das stimmt nicht. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück.
Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla? Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Komm nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Gut. That's the way it is. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Wunderbar. Ja, warte bis Tagesanbruch. Warte bis Tagesanbruch. Ach, Scheiße. Ja, obwohl, das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Gesandte letzte Vorbereitung. Komm, wir nehmen jetzt mal die... Oh. Was ist denn hier, ey? Wir wollen... Ach, Staatsräson, ja. Machen wir. Absolut. Gigantomatisch. Ja. Ich sag ja, ich finde... Genial. Den Schutz, der ist für mich. Ja. Hilfe, also jetzt. Rette mich. Ich sterbe. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. So sieht's aus. Achso, die ist wieder da im. Ja. Na gut, nicht schlecht. Aus welchem Dorf? Nicht schlecht und nicht schlimm. War die hier, ne? Ja. Ja, Geralt? Schau mal, was ich hier habe. Komm, wir müssen ihn dekomprimieren. Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit.
Ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Rote Haare und Smoky Eyes. Halleluja. Ja, das passt. Aber nicht so lange. Das sind nur ein paar Meter bis dahin. So. Jetzt sag nicht wieder, ist gruselig hier. Hier waren wir schon. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja, sei still und versuch mich nicht zu stören. Wunderbar. In Alan, Daona Aes. Werde ein Zerkaser! Uere Sinde, wenig Hähne. Esse Punt. Wer bist du? Woran erinnerst du dich als letztes? An einen Berg. Eine Schlacht. Ich habe eine Einheit befehligt. Da war eine Zauberin mit Haar wie Feuer. Sie hat einen Zauber gewirkt. Die rechte Flanke sollte die Schildträger angreifen. Die rechte Flanke hat aber nicht angegriffen. Und die Zauberin war Lita Nate, auch als Koralle bekannt. Ich war auch da. Das ist vor langer Zeit passiert. Schießere. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja, das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Vaatre. Er hilft dir bestimmt. Viel Glück. Bitte, bitte. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen, bis ich aufwache. Gut, mach das. So. Aber nach durch Raum und Zeit. Nee, das wollte ich eigentlich jetzt noch nicht. Jetzt machen wir erstmal mit. Nee. Mit Yennefer, genau. Mit Yen. Du beschätzt. Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. Ein Hexer ist nicht nur praktisch. Nee, das sind keine, schade. Wir kommen so wenig Danke hier entgegen. Für die Hilfe, Gerald. Bitte? Nee, hätte die auch nicht. Den Doc hätten das die nie erwischt. Nee, wie denn? Der gibt mir auf Eier, der andere sagt Dankeschön. Das ist echt nett hier. Na gut. Hä? Na gut. Na gut. Da ist die Krüppelkati. So, ist doch brav. Mal gucken, was die Dame hier noch so auf Lager hat. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer widernatürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Ja. Genau. Hast du was zu verkaufen? Hat sie. 500 und. Ey, halt. Zurück.